Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the Labyrinth Zone with another part, and I believe this is the fourth part of my Sonic the Hedgehog Let's Play. What up, was geht? Wie ich euch versprochen habe, diese Woche noch, also aufgenommen auf jeden Fall, ich weiß nicht, hochgeladen, vielleicht kriege ich das heute noch hin, in einer Woche zwei Parts, weil ich mich an meinem letzten Upload-Plan nicht halten konnte. Und ja, das ist, also das war's für den Part. Und was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Hab's vergessen. Auf jeden Fall ist das die Stage, also nicht vom Aussehen und so. Und ich finde es ja allzu allgemein cool, aber von der Game, also Gameplay-wise, mag ich diese Stage überhaupt nicht. Und zwar erstens Bullshit. Erstens wegen dem Wasser. Weil Sonic und Wasser, ihre. Ich habe einfach kein Glück. Ich wette, hier wird noch so viel Shit, weil das war gerade erst der Anfang und ich habe schon. Okay, da hatte ich echt Glück. Verpiss dich. Auf jeden Fall, Sonic und Water passt nicht zusammen und vor allem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Also, ich habe gerade mich eher aufs Labern konzentriert, aber das kommt eh bald wieder vor, denke ich. Und zwar ist es in dieser Stage so, das ist schon so oft so gewesen, die meisten, die diese Stage kennen, also die wissen es auch. Es gibt hier ja so ein Aqua-Schild, also so ein Schild, das beschützt euch, ja. Und wenn ihr dann gehittet werdet, dann verliert ihr das Schild anstatt die Ringe. Das Ding ist, das sieht einfach aus wie so ein Aqua-Schild, aber unter Wasser müsst ihr trotzdem diese Blasen da zu euch nehmen, schlucken oder sonst was, damit Sonic unter Wasser Luft bekommt. Also eigentlich korrekt her gesehen müsste er eigentlich schon in diesem Schild ersticken, weil er da keine Luft kriegt. Aber wenn er schon in diesem Schild da überlebt, dass er da jetzt nochmal so eine Blase sich geben muss, das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, wegen dem Wasser mag ich das nicht, wegen dem ganzen Bullshit hier, wie man seine Ringe verlieren kann. Ihr seht, ich habe schon so assi oft meine Ringe verloren. Wegen dem Ertrinken hier und vor allem wegen der Final Stage bei Eggman. Also für die Leute, die es nicht kennen, will ich sie zwar nicht spoilern, aber das ist so nervig. So assi nervig. Das ist echt. Das ist halt wie so ein Gegenteil von wegen. Wegen dem Part freue ich mich ganz besonders auf das Spiel. Und genau das ist das Gegenteil davon. Da denkt ihr, gerade das wollt ihr in diesem Spiel nicht haben. So wie den Werehog in Sonic Unleashed, falls ein paar Leute das kennen. Vielleicht hole ich mir Sonic Unleashed auch und mache davon auch ein Let's Play rein. Ich bin gerade irgendwie voll auf dem Sonic Trip. Und ich muss hier schnell durch, bevor die Korken da hochziehen und nicht mehr durchkommen. Genau so, fast wäre es passiert. Bin gerade voll auf dem Sonic-Trip und möchte eigentlich so viel wie möglich Let's Playen von dem Egel, dass ich so gut wie alles auf dem Kanal habe, sonst habe ich immer so das Gefühl, da fehlt was. Da fehlt wirklich was. Scheiße, ich dachte, hier wäre so ein Ring-Monitor oder wie das heißt. Naja. Auf jeden Fall, ich glaube, das war's. Ja, das war's mit der Stage. Kein Riesenring, weil wir ja schon seit dem letzten Part alle Chaos Emeralds haben and Sonic has passed Act 1. Bitches. Labyrinth Zone 2. Also, ich kann euch schon mal so viel verraten. Es ist nicht die letzte Stage, aber für mich ist es die grausamste Stage, sagen wir mal so. Ist das unten ein Life? Nein, das ist Invincibility. Und los geht's. Und das Ding ist, das mag ich an den Sonic Games auch nicht. So wie diese Dinger positioniert sind und halt in was für einem Bereich die positioniert sind, ja? Das bringt's total null. Die sind meistens an so Stellen, weil dafür läuft's gerade ziemlich gut. Und ja, meistens sind sie an so Stellen, wo du dann überhaupt nicht weiterkommst und denkst, ich habe dieses Teil gerade total umsonst genommen. Und gerade da seht ihr's. Selbst wenn du, also wenn ihr dieses Unbesiegbarkeitsding habt, ja, und ihr könnt direkt danach, könnt ihr auch ertrinken, weil das zieht es nicht von der Zeit ab. Der kann danach immer noch trotz, oh mein Gott, war das knapp. Und irgendwo da oben muss es noch einen Schalter geben bei einem Ring Monitor. Ich glaube, da ist er. Bam.
Okay, irgendjemand hat hier gerade geklopft, aber scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall ist einfach cracked up. Und ich guck gerade nach in YouTube nach Sonic Generation Mods, weil ich feiere das Spiel total, weil es gab immer diese Diskussion Unleashed gegen Generations und was ist besser und so. Und die Controls sind in Generations auf jeden Fall besser. Und natürlich sind die in Stages in Unleashed more unique, also viel einzigartiger aus dem Grund, weil es ja keine Nachbildung von Retro-Stages sind, ist ja klar. Und die Mucke, ja, entweder du hast die Retro-Mucke oder komplett neue Mucke, das ist eigener Geschmack, ich fand beides cool. Aber da gibt es so online ein Projekt, das könnt ihr euch geben, vielleicht mache ich ein LP davon in meinem Kanal. Und zwar haben die von den alten Sonic Games, die nicht so gut waren in der Physik und so, also Sonic 06 und... Ich wusste es, aber das musste ich jetzt machen. Weil sonst wäre ich verreckt, egal mit wie vielen Münzen. Und du Pisser, okay. Es ist ja so, dass diese zwei Games für ihre Spielweise, also Game Physik, nicht, oh shit, war das knapp, nicht so gut bewertet worden sind und das aus gutem Grund. Und deswegen haben das die Leute, ja, ich brauche dieses Ding, ich muss wieder runter, haben die Leute einfach das mit der Sonic Generations Engine nachgebaut und da ist es ziemlich geil. Also ich feiere es total. Ich würde das sowas von feiern, wenn so die Originalspiele wären. Und ja, ich laber mal wieder zu viel, aber besser als kein Gelaber. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, wenn ich das für euch machen könnte, wenn ihr Bock drauf habt. Und nebenbei Sonic has passed Act 2. Das heißt, wir kommen jetzt zum Final Act, der Labyrinth Zone. Yeah. Oh Mann, na come on. War das das, wo man so direkt irgendwo reinspringen muss? Ich glaube schon, ja. Mit Springen geht schneller. Aber ja, genau. Genau das war's. Bam. So. Jetzt gibt's da so einen Geheimweg. Zack. Und what the fuck? Geheimweg. Zack. Gut. Zack. So. Und bald kommt das Nervigste. What the fuck? Hing das gerade bei euch auch so? Das ist so schwierig, so auf Gelaber und Game gleichzeitig zu konzentrieren. Ja, das ist eigentlich schon genug, gerade bei so... Weil die Retro-Games sind immer die schwierigeren Games. Die neuen Games sind heutzutage so einfach, dass man da ein, zwei Buttons drückt und ansonsten alles von alleine läuft, ja? Und dann, wenn... Ich hatte gerade einen Blackscreen. Und dann, wenn dann auch noch das Video währenddessen stecken bleibt, also wer das hinbekommt, ey. Applaus. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile wieder vergessen, wo ich war. Gangster. Und ja gut, dann neues Thema. Sonic in Future Days. Ich befürchte, Sonic Generations, wenn nicht Sonic Generations 2, ob es jetzt nur ein Rumor ist oder wirklich was dran gemacht wird, obwohl Sonic Generations 2 hört sich auch scheiße an, weil so wird niemals ein Titel genannt werden. Ist wahrscheinlich, also Sonic Generations ist dann wahrscheinlich das letzte Sonic-Spiel überhaupt. Ich sag mal so auf den großen Konsolen. Denn die haben ja jetzt den Vertrag mit Nintendo gekündigt und ich habe gehofft, dass sie zu Sony wieder gehen, also zu komplett Sony, weil zum Beispiel die ganzen PS2-Games oder Sonic 06, was nur wegen der Ladezeiten scheiß Game war und an sich eigentlich ein ganz gutes Game, weil ich zock's ja gerade wieder, wurde alles in Corporation mit Sony selbst gemacht, Sega und Sony. Und das ist ja auch irgendwo cool, weil ja PlayStation auch was mit sehr viel mit Sega zu tun hat, falls ihr die Backstory da kennt. Und das Ding ist halt, ich habe halt mir gewünscht, weil da so geile Spiele damals von Sonic rausgekommen sind, so richtige Hits, also wo es dann nicht mehr die Retro-Teile gab. Haben sie es mit Sony ziemlich gut hinbekommen und ich habe so gehofft, so die machen da weiter, dann sind sie zu Nintendo. Ich krieg das nicht weg. Irgendwas hängt hier gut.
Auf jeden Fall habe ich dann gehofft, die kommen wieder zurück zu Sony. Und ich habe jetzt mitbekommen von einem Kumpel, dass sie irgendwie zu einer Firma gegangen wären, die irgendwie nebenher was mit Nintendo zu tun hat. Und ich dachte mir dann schon, so, wieder so, schon wieder Nintendo, what the fuck? Merken die nicht, dass die das Scheiße gebaut haben? Ich meine, ich habe nichts gegen Mario und Sonic wurde eigentlich nur aus Konkurrenzgründen erstellt, ja? Das ist eine Sache. Aber Mario ist ein fucking Klempner, der die ganze Zeit seine Princess verliert und sie versucht, immer wieder zu bekommen, weil sie immer wieder auf irgendeine Weise verliert. Das soll jetzt kein Diss sein, aber ich erkläre das jetzt einfach mal. Und Sonic ist der fucking fastest Hedgehog on Earth. Und wenn die da so olympische Spiele machen, so zum Corporate Game, kein Ding. Aber wenn die den Speed irgendwie gleichstellen und totale Gemeinsamkeiten da suchen, dann denke ich mir, ihr Zweck entfremdet gerade. Und zwar beide Charakter. Ja. Deswegen einmal so zocken war so cool, aber die haben da so viel rausgebracht, da habe ich mir gedacht, ey Leute, kommt, bitte hört auf. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, jawohl, der Vertrag zwischen denen und Nintendo ist endlich vorbei. Jetzt hat Sonic endlich mal wieder die Chance, was Großes zu werden, ohne dass Mario daneben steht. Und vielleicht pusht es Sega ein bisschen. Und was machen sie? Sie laufen eigentlich fast genau wieder die gleiche Richtung. Und das ist irgendwie übertrieben enttäuschend für mich. Wie gesagt, ohne Mario zu dissen oder so, aber Gangster-Move. Schon wieder hängt was, chillt mal. Jetzt. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ja, nichts gegen Mario, aber ich finde es halt scheiße. Weil zum Beispiel Sonic the Last World, ja? Das wurde so shit gehypt, bevor es rauskam. Und am Schluss war es dann auch noch. Ich habe selbst nicht gezockt, aber von den Leuten, die ich kenne, die es gezockt haben, haben gesagt, das war totaler Bullshit, ja? Und ich vertraue den Leuten, weil ich weiß, dass sie sich gut mit Sonic beschäftigen, wenn nicht sogar manchmal mehr als ich, obwohl ich der übertriebene Sonic-Fan bin, ja? Und what the fuck hat's wieder so gern? Ja, und hier kommt auch The Final Boss Eggman. Ihr werdet gleich sehen, was hier mich so anpisst und ihr könnt ruhig applaudieren, falls ich es hinbekomme, das jetzt irgendwie ohne Death zu überstehen. Und die hätten halt, so wie jeder andere das macht, die kommen mit Remakes, weil sie auf nichts Besseres bekommen, weil der ganze neue Shit einfach Bullshit ist. Hätten sie aus dem alten Retro-Games einfach Remakes machen können. Weil wer kauft sich heute noch eine Dreamcast, um Sonic Adventure 1 oder 2 zu zocken? Ja, oder von mir aus Adventure 2 Battle auf der GameCube. Jeder holt sich das auf den Emulator und zockt es. Scheiße, ich habe keine Ringe. Auf jeden Fall, jeder zockt es, ja, auf dem Emulator. Und wisst ihr, da denke ich mir auch so, ja, Einnahmen ist gleich null. What the fuck war das? Das hängt gerade irgendwie die ganze Zeit bei mir. Ich hoffe, dass es, also ich entschuldige mich dafür nochmal, aber ich hoffe, dass es im nächsten Part nicht mehr so ist. Die hätten einfach von Sonic, ab Sonic Adventure bis, keine Ahnung, Sonic Heroes, die ganzen Remakes machen können. Die Leute hätten das so gefeiert, die hätten sich da tot für. Ich hab's hinbekommen. Okay, ihr wisst, was ich sagen wollte. Das passt. Die dritte Stage ist over. Alles ist cool. Mehr wird gelabert im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich entschuldige mich nochmal für diese Lags. Und damit heißt es wieder, wir sehen uns nächsten Mal beim nächsten Part von meinem Let's Play World.